Me got the good stuff, man. Oh, it's you. Hello, mortal. Loctos Dark Barganer? Hallo, liebe Erfolgsjäger. Hier ist ein weiterer Berufserfolg für euch. Es geht um den Erfolg Destined to be Legendary. Auf dem Weg zur Legende. Hierfür müsst ihr Sulfarons Hammer craften. Aber nicht das Legendary, sondern den epischen. Habt ihr das Ding schon mal gecraftet, ist es auch hier wieder so, do it again. Blizzards Lieblingsmotto bei den Erfolgen? Du hast das Rezept noch nicht? Kein Problem. Du brauchst aber Classic Blacksmithing auf 300, damit du das Item craften kannst und auch das Rezept lernen kannst. Also farme oder kauf dir ein Sulfarons Ignot Sulfaron Block und lauf nach Blackrock Deeps, Schwarzwelf Tiefen, in das Gasthaut, dort wo man gegen den Brauforce-Boss auch normalerweise kämpft. Ich kenne leider nur keinen Shortcut dorthin, also gefühlt durch die ganze Innie laufen, damit man die Tür aufmachen kann. Dort müsst ihr dann mit Loctos Dark Bargainer reden. So kommt ihr dann zu der Quest, die euch das Rezept gibt. Diese benötigt den Sulfaron-Block. Quest brav abgeben und schon habt ihr das Rezept. Nein, ihr braucht keinen Ruf dafür. Hier einmal die Einkaufsliste für euch. Insgesamt braucht ihr 9 Sulfaron Ignot, weil ihr ja eins beim Händler abgibt. 20 Dark Iron Bar, 50 Arcanit Bar, 25 Essence of Fire, 10 Blood of Mountain, 10 Lava Core und 10 Fiery Core. Ich zeige euch später auch noch, wo ihr alles farmen könnt, falls ihr nicht alles im Auktionshaus kaufen wollt. Habt ihr alles besorgt, müsst ihr jetzt nur noch in Blackrock Deeps, also in den Schwarzwaldtiefen, zum Feuerelementarboss Lord Incidus. Denn dort ist der Anvil, den ihr braucht, um das Ganze herzustellen. Habt ihr dann noch das Eye of Sulfuras, könnt ihr das Ding auch noch zum Legendary machen. Braucht man aber für den Erfolg zum Glück nicht. Wo bekommt ihr denn die ganzen Mats für das Rezept? Im geschmolzenen Kern, also Molten Core, verschiedene Gegner dort lassen verschiedene von diesen Items fallen. Oder wirklich, kauft euch das Zeug einfach im Auktionshaus. Der Sulfarock-Block kommt von dem Boss Golmag the Incinerator, Golmag der Verbrenner. Dark Iron Bar bzw. Dunkeleisenbarren wird aus Dark Iron Ore bzw. Dunkeleisenerz hergestellt. Dieses könnt ihr in Molten Core und ich glaube in Blackrock Deeps und in einigen Stellen um den Instanzeingang rum farmen. Aber der Schmied, also bzw. der Bergbau, muss das an der Schmiede vor dem Eingang von Molten Core herstellen. Arcanit Bar bzw. Arcanit Barren stellt euch einen Alchemist her aus Thorium Barren und Arcanit Kristall. Essence of Fire droppt gefühlt überall, aber auch in Molten Core und Blackrock Deeps. Blood of the Mountain, Blut des Berges, droppt nur bei Molten Destroyer, geschmolzener Zerstörer in Molten Core. Lava Core, Lavakern bzw. Fiery Core und Feuerkern droppt bei vielen Mobs in Molten Core. Ergo, durch Molten Core laufen und alles töten gibt euch eine Menge Mats. Da man nur einmal pro Woche pro Char rein kann, zumindest wenn man die Bosse tötet und nicht nur den Trash, kann das sehr lange dauern, alles zu farmen, da der Sulfarons Ignot nur von einem Boss droppt. Aber hey, habt ihr den Ruf dort nicht und oder noch nicht Thunder Fury, lohnt es sich, etwas im Vulkan zu baden, zu farmen. Viel Spaß damit, diesen Erfolg zu machen. Eure Handwerker-Elfe. Bis zum nächsten Mal. More work?